Moin moin liebe Leute, sagt die Grüße, herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS19 Nordfriesischer Marsch. Mittwoch die zweite würde ich behaupten. Mal gucken, ob wir heute noch irgendwas finden, was nicht so gut ist. In der letzten Folge haben wir doch so ein paar Kleinigkeiten gesehen, die sich durch die Skalierung vom Schweinestall geändert haben. Kann natürlich auch noch sein, dass noch mehrere Sachen auftauchen. Ich fahre mal schnell mit dem schönen B-Truck. Naja gut, vielleicht mal sauber machen, aber ansonsten ist das schön. Rüber zum Schweinestall geht ein bisschen Hackschnitzel ab. Denn auch wenn wir noch weiter den Rest Hackschnitzel, dann nö, ist es wirklich, ne? In der letzten Folge, dass mit dem Strom mit zwei Ladungen Stroh hat ein bisschen gedauert. Dass wir aber heute wirklich den Schweinestall jetzt produktiv kriegen. Dafür brauchen wir eben noch ein bisschen Schweinefutter. Ich habe den jetzt auch noch nicht ans Autodrive-Netz angeschlossen, glaube auch, dass sich das einfach nicht mehr rentiert, ne? Also wir fahren jetzt hier noch zwei, dreimal selbst und mehr schaffen wir im LS19 doch eh nicht. Das ist mal leider so. Also ja, jetzt taucht langsam ein bisschen Plane auf, ist natürlich noch ein bisschen wenig. Dann sollten wir gleich mal gucken, ob der Häcksler noch häckselt. Und dann organisieren wir, wie gesagt, die Schweine, dass wir da schnell zwei Ladungen oder so rüberfahren. Also ich, ja, Achtung, Achtung. War knapp. Ja, dann wollte ich Rundbeinpressen losschicken, weil wir da ein bisschen mehr Transportkapazität haben und uns das nicht stört, wenn die Rundbeinpressen da jetzt die ganze Zeit das Stroh verarbeiten, was so auf den Feldern rumliegt. Das werden wir also auch noch machen. So, haben wir das auch. Natürlich kann man noch mehr Hackschnitzel holen. Gar kein Problem, das irgendwo in Mengen ranzukarren. Sägewerk zum Beispiel. Palettenproduktion zum Beispiel. Steig einmal nur um, weil für Schweinefutter, ne, der hat einfach ein bisschen mehr Kapazität. Bisschen zu spät. Irgendwas ist ja immer. Und 191.000 Liter haben wir noch. Ja, fehlen noch die Schweine, ne? Ein bisschen Hackschnitzel ist da, ein bisschen Futter ist da, Trinken ist da.
Boah, ich glaube, für den ersten Sprung reicht das an Futter, ne? Muss man sagen, das muss erstmal reichen. Echt jetzt? Also der Autodrive hat alles gegeben hier. Toll. Also eine halbe Stunde steht er. Nein, eine halbe Stunde. Na. Doch, also ich würde fast sagen, eine halbe Stunde hat er jetzt gebraucht für, ne, fürs Vorgewende. Der nächste Träger fährt sich auch gleich im Graben fest. Das ist das. Manchmal sollte man das Vorgewende selber machen. Ich meine, hier ist natürlich auch wieder ein Stück weit ein hausgemachtes Problem. Der Bezugspunkt wahrscheinlich vom Feld. Ja, weil hier, ne, da ist, wenn die halt nicht zwischen. Und solange hier dieses Stück noch ist, wird dieses Problem auch noch bestehen. Sobald das hier nicht mehr ist, wird es besser. Dem weiß man ja noch nicht zum Grasladen. Soll ja kein Grasladen, macht er ja in der Regel auch nicht, weil es nicht eingestellt ist. Aber es kostet auch wieder ein bisschen Zeit, die jetzt eigentlich so nicht geplant war. Ich weiß gar nicht, warum man nur, ich habe keine Warnmeldung gekriegt. Aber Autodrive gibt ja auch so keine Warnmeldung aus, ne, dass irgendwas nicht funktioniert. Wieder dazwischen gedrängelt. Wir müssen jetzt zumindest so viel jetzt aufnehmen in diesen Anhänger, dass sich das lohnt. Und der ist erst zur Hälfte gefüllt, also einiges noch, ne? Gut, der wird vorrangig bedient, dann würde ich jetzt hier einen Helfer einstellen, wartet auf Ruf. Weil das kann ich jetzt nicht abwarten, dann werden wir, ne, kommen wir wieder, schaffen wir wieder nix. Und wir wollten, hier müsste der LKW irgendwo stehen. Generell wäre natürlich mal wieder ein kritischer Blick Richtung Tiere zu werfen. Geht noch. Auch immer noch so viel Gras. Essen die gar kein Gras? 240 haben wir. Oh, auch noch. Das passt. Auch noch was da. Sieht schlimmer aus als gedacht. Sieht nicht so schlimm aus als gedacht. Ist keiner, der jetzt hier, ne, so einen riesen Bedarf hat, dass irgendwas nicht mehr vorhanden ist. So, mit dem Tiertrailer geht's dann erstmal Richtung Hof. Die kann man aber nicht einfahren oder so, ne?
Also es gab doch auch mal so einen, der mir noch eben ein bisschen ausfahren konnte, aber es kann auch sein, dass es schon im L17 war. Wir haben hier unten 4 Felder mit Stroh, wir haben oben noch 2 Felder mit Stroh plus halt 65 mit Stroh. Also haben wir, glaube ich, 7 Felder voll mit Stroh, 8, nee, 7, 7 glaube ich, 7 Felder voll mit Stroh liegen. Deswegen ganz wichtig, dass ich nach der Schweinegeschichte der kann schon wieder nicht fahren. Fahrtraining, ne, war angebracht. Wie war das noch? War aber kein Baum, war die Brücke. Nur die Brücke. Verschieben, 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 verschieben. Ja, ich glaube, der war ja auch wieder voll, der Schweinestall. War es ja Zeit. Ein bisschen weiter verteilen. So, gucken wir mal. Beim letzten Mal hatten wir Probleme. Also so kommen wir hier rein. Da ist sogar noch ein bisschen Luft jetzt nach oben. So, und hier haben wir die ersten Schweine wieder im Stall. Das war auch schön, ne? Wurde ja mal Zeit, dass das wieder, dass wieder ein paar Schweinchen da sind. Und selbst hier vorne kommt man jetzt raus, aber das ist eine Punktlandung, ne? Also 10 cm vielleicht noch. Aber funktioniert. Das ist schon mal viel wert. Loden nicht und überholen dann noch vor der Kreuzung. Ja, da bin ich gespannt auf die unterschiedlichen Geschwindigkeitskreise auch im LS22. Also meine Fahrkünste heute sind wieder, ne, hervorragend. Nicht? Überall mal gegen. Oh, einmal noch hier rammen, einmal noch da rammen. So.
So, dann haben wir das. Immerhin. Extra mal kurz gucken, ob die fahren. Nicht wirklich, ne? Aber die sind vorangekommen, also das muss man schon sagen. Und der LKW ist ja dann auch, ist ja schon auf dem Weg. Wollt ihr hier in die Grashalle rein haben, ne? Der Weg wird kein leichter sein, was ziemlich weit zu fahren ist. Aber da hat er sich einfach wieder hinten angestellt. Er wollte das Feld verlassen. Aber wieder hinten anstellen ist nicht, ist full. Ja, müssen wir tatsächlich gucken, ob er das schafft oder nicht. Ich weiß es nicht. Ob er sich leer lädt oder ob er dann voll wiederkommen würde. Das werden wir beobachten auf jeden Fall. Hier hätten wir ja aktuell keinen Radler, das ist der mit Stroh sammeln, ne? Das ist auch irgendwie blöd, aber so. Der wartet noch auf seinen Ruf, ist wahrscheinlich bald dran. Na, ist ein bisschen durcheinander geraten. Doch auf ziemlich weit Abstand, ne? Ein bisschen Angst. Na gut, mit einem großen Maisgebiss nachher nicht verkehrt, ne? Aber ich glaube tatsächlich, das funktioniert jetzt überwiegend von alleine. Das heißt, wir werden uns in der Folge morgen wirklich um die Rundballen kümmern. Ne? Wir haben ja schon Rundballen, Strohpressen, ich weiß gar nicht, ob wir 3 Stück haben. Nach Möglichkeit am besten alle auch in Einsatz bringen auf unterschiedlichen Feldern, unterschiedlichen Regionen. Einer könnte auf 65 anfangen, da ist auch wieder was noch jemand hingefahren. Da hatte wohl noch den falschen, eigentlich auf 61. Ja, also ne, da kann leicht einer anfangen, der ewig zu tun hat und dann einfach nicht stört, wenn er lange arbeitet. Feld 39, 37 kann einer machen und einer kann sich hier unten dann von 50, also über die, ja, vielleicht bei 52 anfangen und dann mal weiter gucken. Ne? Dann müssen wir natürlich das Feld räumen oder zumindest passend zwischen die Schwatt reinstellen, dass wir nicht blockieren. Ja, also das sollten wir machen. Ja, ich dachte auch gerade, ob das wohl überhaupt passt. Und dachte ich mir, oh, das müsste gerade so passen. Und ich glaube, wenn man gut rückwärts fährt, passt das auch. Achso. Und dann schicken wir den einmal zum Hofmitte. Weil da sind die ganzen Ballenpressen. Und da wäre eher geeignet. Hätten wir zweimal drei, also 3 Träger würden wir leicht zusammenkriegen für Ballenpressen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch welche kaufen würde, auch wenn auch die Quattro hier, die
wie Klasper dran oder was es ist, sich noch gewünscht wird, glaube ich, sehe ich jetzt eher nicht so als noch notwendig für uns an. Von daher, ich sage erstmal vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.